So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, ich habe es geschafft, es ja ziemlich lagfrei zu bekommen, weil ich hatte eine schlechte Aufnahme das letzte Mal und habe damals jetzt auch hier ein bisschen etwas gemacht. Einfach hier die Zäune, die Rosen gesetzt und hier die Sachen ein bisschen weggemacht, weil die haben ein bisschen Lärm gemacht. Ich habe das auch ein bisschen weggemacht, dass die weniger so zzzz machen, also vom Ding her, vom PC halt, nicht vom PC. Also ja, es ist der Heiler, der macht so Lärm. Und jetzt habe ich es weggemacht oder fast weg. Und ja, so, ich möchte kurz noch hier. Ja, das habe ich auch ein bisschen weiter weg gemacht und ein bisschen besser erreichbar. So. Einfach ein bisschen Kohle rein. Und wo ist es? Ja, die sind gekocht. Ah, hier sind sie. Da war's, genau. So. Außerdem habe ich die Tiere angemacht, dass die Tiere spawnen können, damit wir uns hier Hühner und oh, ich bin im Game Mode. Tut mir leid, kurz. Musste was ausprobieren. So. Machen wir hier eins wieder rein. So. Und ich habe gemacht, dass die Pokémon nicht mehr angreifen, weil das die griffen ja jedes Mal die ganze Zeit an. Und hier sind viel zu viele Bäume. Die müssen wir auch da mal entfernen. Aber ich möchte euch heute bisschen die Entwicklungen von Raubi zeigen. Und ja, es für einen Pokémon-Fang Pokémon einsetzen. Machen wir Schlaf am besten. Oder Paralyse. Ja, Schlaf ist schon besser. 28. Dass sie fliehen, das kann ich leider nicht machen. Also wenn jemand das weiß, bitte unten in die Kommentare. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen einen Raubtier oder so jetzt suchen. Da ist. Und das ist Top-Level. Ich kann die einfach nicht fangen. Die hauen immer die ganze Zeit ab. Ist das ein Chest? Ja, eine Chest, so. Mit Psych ab. Und hier ist noch eine. Eine ist unsichtbar mit einem Donnerstein. Wow. Dankeschön. Sehr nett. So, wie soll ich das am besten machen? Wie soll ich ein Raupi entwickeln? Mit Carpador, aber die bringen nicht so viel EXP. Der Kent ist hier. Ein Teddy Urso könnte ich angreifen. Ein Level 23 nicht. Wie kann ich die am besten angreifen? Ein Pikachu ist irgendwo in der Nähe. Hier oben. Dann ist es vielleicht das da hinten. Okay. Ja, ich hoffe, es ist genug laut. Weil bei mir ist es schon fast zu laut. Und ich spamme die. Pikachu, welches Level bist du? Wieso hauen die so schnell ab? Ich habe doch ein schwaches Pokémon. Ich finde, ein bisschen hat der Pixelmon-Mod übertrieben. Level 16, also. Ich frag mich, wieso die Monster abhauen von mir? Das mag ich nicht. Diese schlimmen Monster. Und fangen kann. Treffen kann ich es auch. Ja, toll. Flucht. Schlecker. Toll. Ja, endlich. Wow, hey. Weißt du, kommt Teddy Ursus mit so einem Levelunterschied und ich will doch ein Teddy Ursus angreifen, aber. Okay, hauen wir. Gehen wir zurück. So.
kack mich sonst an. Ja, ich hoffe, es wird dann später besser, wenn wir dann schnellere, also stärkere vor allem haben, dass wir fliegen können. Ja, dann müssen wir das so machen. Wir greifen hier Wasser-Pokémon an. Frag mich, was die anderen Let's Player so machen, wie die das machen. Das ist zu stark. Level 7, gut. Wechseln. Commander. Ich hoffe, es stirbt nicht. Ja, das greift gar kein, nicht mit Wasser an. Blubber ist allerdings. Ja, jetzt ist. Okay. Ja! Entwicklung, sehr gut. Na? Fischkorn. Softkorn. Goldfisch. Goldfisch. Ja, danke schön. Danke schön. So, jetzt brauche ich nochmals ein gutes Pokémon. Ab diesmal kann ich mit Softkorn wahrscheinlich aus angreifen. Crap, die sind zu stark. 25, 18. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich greife dich jetzt an. Ich glaube, ich sterbe. Jetzt bin ich schlafend. Ich muss Glumanda einsetzen. Wachstum, das ist auch nicht gut. Noch mehr. Und dann Glut. You retrieved Franken. Safcon. Und ich weiß jetzt was. Drachenwut. Das ist eigentlich sehr gut. Hölle weg. Und es entwickelt sich. Glumanda entwickelt sich. Glumanda entwickelt sich. Ich finde es schade, dass hier immer Attack steht bei Deutsch. Sonst muss ich es halt auf Englisch stellen. Aber nein. Mit dem ist doch nicht schlimm, oder? Yay. Komm, ein bisschen größer noch. Okay. Dankeschön. Geht doch viel besser jetzt. Jetzt müssen wir uns aber noch kurz heilen. Und wieso bekomme ich... Aha, ich habe das Ranken bekommen, deshalb. Ivysaur. Ivysaur, Ivysaur. So, komm hoch. Dankeschön. Ja, Weiße brauche ich nicht. Was ist das da oben? Ich hab's nicht erkannt. So, die nehme ich mal mit da rein. Ja, Ranken muss ich unten rein tun. Das rein. So. Ah, ich habe noch das automatische Inventory Sorting, Inventory Tweak rausgenommen, weil es auch Performance-Probleme gemacht hat. Und das Spiel manchmal abgestürzt ist wegen dem. Also keine Sortierung mehr automatische, aber das ist sowieso etwas, was ich nicht so gerne hatte. Flakemon. Da, Mirapla. Wieso? Wieso kann ich das nicht angreifen? Ich möchte dich angreifen. So, jetzt. So. Ja, wieder wechseln.
Ich brauche nämlich jetzt noch ein Level. Dann habe ich's. Ja, du musst nicht immer mit Stachelspur angreifen. Oh, soll ich das? Nein, ich fange es nicht. Das ist für mich nicht so ein interessantes Pokémon. So. Tod. Töten. Wieso ist das so schwer? Jetzt bist du auch noch paralysiert. Okay. Okay, okay. Ist ja gut. Ja, es ist halt wieder voll. Wenn es wenig Leben hätte noch, dann hätte ich ein Pokémon übergeworfen und hätte es gefangen. Zu straf. Dieses schlimme Pokémon Myrapla. Es nervt mich. Hat alle paralysiert. Und ich bin immer noch paralysiert, obwohl ich beide tot habe, oder was? Okay. Safcon. Tackle. Das kann mir gar nicht angreifen, darum greife ich es jetzt mit dem an. So. Schön interessanter Kampf, wenn das Pokémon nicht angreifen kann. Okay, noch ein bisschen. Und ich habe einen Faden bekommen, der Faden vom Safcon. 42. Nee, danke schön. Das greife ich nicht an. Ja. Level 2 Raubbiss, ganz winzig. Mit Shell ist Level 33. Das kann ich leider nicht besiegen. Ein Sterndu ist das. Soll ich Sterndu angreifen? Tackle. Oh, ist viel zu stark. Flucht. Flucht. Ah. Rauchwolke. Rauchwolke. Kratzer. Kratzer. Ja, yeah, du bist stark, Lutexo. Genießen? Scheiße. Oh Mann, wieso ist das Spiel so schwer geworden? So. Was? Jetzt habe ich plötzlich nochmals Drachenmut erlernen müssen. Aber wieso habe ich es denn bekommen? Am Anfang, also. Wieso habe ich es vor der Entwicklung bekommen und es hat nicht gezählt? Oder habe ich es da nicht? Doch, ich habe doch das. Strawickel. Hut. Ledian ist zu schwer. Da ist es. So, mal kurz schauen. Ja. Okay, dann. Also nur rot, ich möchte blaue haben. Noch ein Level. Wie kann ich am besten ein Level? Ja, das ist nicht gut. Das ist ein Feind von Raupen. Oder von Kokons. Als Flug-Pokémon. Gegen Käfer-Pokémon. Und wieso? Schon wieder Nacht, okay. Ich dachte, es ist immer noch Nacht. Du da. Nein, 21. Du bist auch zu hoch. 45. Rosie. Ja, Mauzi greife ich jetzt an.
wieso ist Safkon so schwach? Ich sterbe noch. Oh, komm bitte. Soll ich es riskieren? Nein, ich riskiere es nicht. Ich brauche nur noch wenig Ding. Und... ja. Also, Entwicklung zu Smetball. 2 Gold Nuggets, oh. Das merke ich mir, dass man da 2 Gold Nuggets vom Mauzi bekommt. Jetzt müsste ich nur noch ein paar Tiere holen oder so. Ja, sonst muss ich sie jetzt cheaten. So, Smetball, Konfusion. Eine Psycho-Attacke, ja. Statuswerte. Wesen Dolci. Wo hat man das gesehen, was es für ein Typ ist? Kann das sein, dass es ein Typ ist, das keine negativen und positiven hat? Das umbenennen. Ja, also ich brauche jetzt noch nicht die optimalen Werte, ist das egal eigentlich. Ich kann es dann auch züchten. So, jetzt wollen wir noch kurz einmal mit Smetball kämpfen. Ich frage mich, welches Pokémon ich angreifen soll. Konfusion ist psychisch ist gut gegen Kampf. Lichtl ist blöd wegen dem Verbrennen. Naja. Wildtöd. Kanimani. Level 13. Ja, ist noch zu stark. Ich hätte es aber gerne als Pokémon, aber... ja. Wenn man es nicht fangen kann. Ich muss unbedingt noch trainieren, weil das dann Schlafpute kann. Die bringen zu wenig EXP. Aber so ein Garados möchte ich danach mal bald haben. Aber dann will ich ein kleines Kabuto fangen und dann es schnell trainieren. Ja. Es fragt sich nur, was ich angreifen soll und wo es Pokémon gibt, die ich angreifen kann. Es gibt überall Kanimani. Shiki. Ah, wie klein ist denn das? Soll ich mal so ein ganz kleines fangen? Ja, bringt leider nicht so viel. Ich frage mich, ob es eine Drachenwut aushält. Nein, ich werde es nicht riskieren. Glut. Glut. Jetzt, wenn es nicht drin bleibt, dann bin ich wieder K.O. Ah, toll. Jetzt aber. Komm bitte, bitte. Okay. Nochmals. Komm bitte. Was ist denn los? Wieso? Drachenmut.
Da, tot, du Mini. Du Mini. Gott, oh Gott, oh. Ich muss bessere Bälle herstellen. So, vor allem mal heilen kurz. So, und jetzt hier, ich habe noch eine Kugel. Blau. Ist noch nicht fertig. Ladybug. Soll ich Ladybug angreifen kurz? Ladybug. Wo bist du? Wo bist du hin? Bist du schon wieder abgehauen? Ladybug. Da oben. Da. Wie soll ich die treffen, bitte? So, jetzt. Konfusion. Konfusion. Was? Tackle. So, bisschen EXP bekommen. Immerhin. Ja. Was machst denn du am Boden da? Ja, hier sind die Pokémon immer reingesprungen, deshalb habe ich hier einen Sunring Zone gemacht. So. Schwarze, gelbe habe ich, glaube ich, ja. Ich könnte eigentlich eine Hyperball machen, dann ist es eigentlich besser. So. Die sind nämlich besser. So, was soll ich angreifen? Ich brauche irgendwo ein Pokémon zum Angreifen. Ja, die sind zu schwach. Gib mir ein Pokémon, das EXP gibt. Tja. Ja, genau, in Ibitok. Das da. Komm schon. Level 18. Wechseln. Super Scheiß, Mist, gut. Drachenhut. Drachenhut. Drachenhut ist eigentlich sehr gute Attacke, wenn man Low Level ist. Giftpuder. Fadenschuss. Stachelspore. Härtner. Schlafpuder für Giftpuder, das ist nämlich zu schwach. So. Also drei Attacke auf einem Level, auf Level 12. Wow. Kann man das noch kurz wechseln? So, ja. Und dann Smetbo. Möchte ich kurz nochmals heilen. Und jetzt ein guter Ball, bitte. Craften. So, das in die Mitte, das außen für einen Hyperball. Sehr gut. Lieber hier unten rein. Jetzt noch kurz den Hammer. Oh. Und links. So. Und jetzt Knöpfe. Und die Unterplatte. So. So, Hyperball. Prima. Ja, ich möchte den Hyperball benutzen. Für eines der guten Pokémon. Damit wir einfach ein bisschen mehr Typen haben. Aber ein Lapras. Ein Lapras. Welches Level hat das?
bitte schwimm nicht weg. Das ist wahrscheinlich so Level 40 oder 50. Zeig mir dein Level, Lapras. 25. Das schaffe ich niemals. So schade. Ah, das ist so eines von dem Ort nach, glaube ich, die Endentwicklung wahrscheinlich, wie es heißt. Goldfisch. Admurai. Okay. Zu hoch. Schade. Krebskorps, Level 18, niedrig. Meryl. Krabi. Aboga, Krabi. Krebskorps. Das da. Schlafpuder. Konfusion. Konfusion. Nochmals Konfusion, komm. So. Smetball Level 13. So, jetzt langsam ist es genug stark für so eines der Starter-Pokémon. Ich hoffe einfach, ich finde etwas. Weil sonst, ja, der Part ein bisschen langweilig wird. Oh, ist das schon fast vorbei. Ja, tut mir leid. Aber im nächsten Part werde ich dann eines... Was machst denn du mit mir? Werde ich ein gutes Pokémon fangen mit dem Hyperball. Wenn ich es überhaupt fangen kann. Ja. Dann werde ich am besten bis zum nächsten Part noch ein paar Pokébälle herstellen. Damit wir das nicht gemeinsam machen müssen. Und ja. Also. Dankeschön fürs Schauen. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, ja, macht am besten einen Daumen nach oben. Dankeschön. Tschüsschen. Bye, bye.